Cindy Sherman ist seit nunmehr 20 Jahren die Künstlerin meines Herzens. 1996 wurde ich infiziert von ihrer Kunst und habe die Kunst und die Künstlerin seither immer weiter begleitet. Die Masken von damals, eine Serie von ihr, war der Anfang. Cindy Shermans Kunst hat etwas ganz Eigenartiges, Mysteriöses, etwas, was man erfahren muss. Fantastische Geschichten stecken dahinter, Kreativität, die man selbst entwickeln muss. All das scheint sich in mir verfestigt zu haben und ist immer wieder der Kristallisationspunkt, mich mit ihrer Kunst zu beschäftigen. Was hat mich da so fasziniert, dass ich schon praktisch eine Generation lang diese Künstlerin begleite, beziehungsweise ihr Werk begleite und sie ab und zu mal sehe? Ja, es ist das Geheimnisvolle in ihren Arbeiten und das Neue. So etwas gab es bis dato noch nicht. Und sie versteht es immer wieder in neuen Ideen, die sie dann umsetzt in ihrer Art. Ihre Sammlergilde, aber auch die Kuratoren, die Museumsdirektoren, neu zu faszinieren. Und so ist diese Kunst jetzt in den Weltraum gekommen. Sie ist die Künstlerin, die alleinige zeitgenössische lebende Künstlerin, die unter den Top 10 der Weltkünstlern steht. This is where I got some of the baby dolls that I've used a couple times. They were called preemies, and they were like supposedly just born, shriveled up little bodies. They were really.